So, Freunde, willkommen zurück. Für mich sind 2 Sekunden vergangen seit dem Ende der letzten Folge, die ihr auf YouTube gesehen habt. Ich würde sagen, wir lassen Mutter weiterreden. Wir versuchen noch, die anderen Sachen rauszufinden, die anderen 3 Sachen, die hier noch zur Auswahl standen, und gucken mal, was sie uns dann hier unten noch zeigen möchte. Emma. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. Spider-Man? That's all you need to know. In Ordnung, wir klären das später. Erzähl mir alles. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it. In order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it. I asked Emily to... It's Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing. And then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order, Louis. She knew the rules when she joined. Okay. Das habe ich jetzt nicht hundertprozentig verstanden, muss ich sagen. Da waren jetzt zu viele Sprünge gedanklich für mich, dass ich nicht immer hinterhergekommen bin und noch bei dem anderen war und dann nicht mehr richtig gefolgt bin, was sie gesagt hat. Aber vom Prinzip her haben wir die ganze Zeit Kontakt mit Emily gehabt, während die Mutter die ganze Zeit Kontakt mit Emma hatte. Und deswegen haben sich jeweils Emma und Emily miteinander unterhalten und jeweils über das andere erzählt. Also das, was Emily erlebt hat und das, was Emma erlebt hat. Habe ich das richtig jetzt kombiniert? Ich glaube schon, oder? Das erklärt ja auch, warum sie immer, also warum sie zu zweit waren. Und jeweils beide haben Emily gespielt. Ne? Die eine ist wirklich Emily und die andere, also Emma, hat so getan, als ob sie Emily wäre. Und Emma war bei der Mutter und Emily war hier auf dem Gelände. Und so wie es aussieht, ist Emily auch erst hinterhergekommen, nachdem Emma verschwunden ist, weil die Mutter hat Emma entführt. Und deswegen ist Emily überhaupt erst auf der Insel. Emma hat sich als Emily ausgegeben, war die erste hier auf der Insel von den Schwestern. Und dann sind Mutter und Emma, / Emily, verschwunden. Und deswegen kam die echte Emily mit auf die Insel und wir auch. Dementsprechend sind Emma und Mutter zusammen und Emily und wir. Korrekt? Gar nicht so einfach nachzuvollziehen, aber ich glaube, so ist es. Okay, weiter. What did you negotiate about the Al-Azif with Volner? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. Yeah. What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. Since when does the Order finance wars? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen. Once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. Okay, verstehe ich. Einfach notwendiges Übel. Verstehe. Oh, Piaggis Brief. Interessant, machen wir auf jeden Fall. Samuel Ritter du Choix, you wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel. But frankly, it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. Warum hat sie ihre persönliche Habe am Anleger versteckt? You know, I found your package under a wharf plank. As a matter of fact, I needed it yesterday. I wasn't expecting anyone to take it. Tut mir leid. Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that, I shall show you. Okay, dann ist das jetzt das Letzte. Den Brief haben wir noch. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Ihr ist egal, ob ich den Brief geöffnet habe. Dem Piaggi war es wichtig. Wir wissen immer noch nicht, was da drin steht. Interessant. Wir haben noch einen Cliffhanger. Wir wissen noch nicht, was in dem Brief steht. Wir sind durch hier. Let's go. Good. I think that's about right.
We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He wants the United States to occupy all the North American territory. France should recover Louisiana and give it to the United States. In that case, the Americans would just have to push west to chase the Spanish from the continent once and for all. And as Mortimer controls Washington, you may just as well say that it will put him at the head of a world superpower. Absolutely. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters. Okay, jetzt hat sie uns gerade gesagt, jetzt sollen wir das wieder anders machen. Ja, also ursprünglich sollten wir bloß für Furore sorgen und jetzt sollen wir verhindern, dass es passiert. Richtig? Hat sie gerade gesagt, ne? Also wenn wir nochmal eine Möglichkeit bekommen abzustimmen, müssen wir dagegen entscheiden. Korrekt? Are you gonna tell me why we're here? There. That's why we are here. Die 12 Apostel oder was ist das? Bethlehem, Nazareth, Bethesda. Also ein Spielentwickler ist auch mit involviert. Oh Gott, Ende des Kapitels? Ich habe doch wieder keine Ahnung von dem, was ich da gesehen habe. Ich habe doch von sowas keine Ahnung. Bethesda kenne ich nur als Entwickler von Videospielen. Holy shit. Okay, alternative Wege. Ich hätte Zeuge von Napoleon Bonapartes Entschlossenheit werden können. Ich habe etwas über das Allersicht erfahren können. Hätte. Ah ja, das war das, weil wir vorher schon mal dem Deutschen quergekommen sind, hat er uns jetzt nichts verraten. Das ist bloß eine Folge dessen, was wir vorher schon mal, wo wir anders entschieden haben und deswegen das nicht ging. Deswegen ging das jetzt auch nicht. Macht Sinn. So, erfolgreich. Ich habe herausgefunden, dass Kardinal Piaggi von den Ereignissen nicht beunruhigt ist. Ich bin durch Napoleon Bonapartes Zimmer gegangen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sehr gut. Weil wir den Schloss und alles aufgemacht haben, einfach alles ganz normal. Und das Fenster, was sowieso auf und zu geht, haben wir ganz normal benutzt. Das ist die richtige Entscheidung gewesen, schon mal gut. Ich habe eine der Hillsborough-Zwillingsschwestern beschützt. Ich habe mich zu den Gästen vor Lady Hillsboroughs Zimmer gesellt. Das heißt, wenn ich da nicht hingegangen wäre, wäre vielleicht im Nachhinein, dass ich auf mich aufmerksam gemacht hätte, dass ich, weil ich nicht da war. Wo waren Sie eigentlich? Wo warst du eigentlich? Und da wir es gemacht haben, sind wir genauso neugierig gewesen wie die anderen drei, die da standen. Auch richtig gemacht. Finde ich gut. Weiter. Stufe 11. Weiter. Wir können 4 Punkte vergeben und wir nehmen... Du kannst deinen Körper und deine Koordination gegen deine Umgebung einsetzen und manchmal gegen andere Personen. Ich möchte Manipulation auf jeden Fall haben. Haben wir noch irgendwo, wo ein Punkt fehlt? Nee, schade. Hier fehlen 2 bei Politik. Und bei Sprachen fehlen auch 2. Nee, fehlen 3. Dann nehme ich mal Sprachen und versuche Politik und Sprachen als nächstes vollständig zu bekommen. Let's go. Politik und Sprachen. Doppeltes Spiel. Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 5 objects before we try anything. Are the 5 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. Ist ja gar nichts weiter. Ist ja ganz einfach. Ist ja hier zack, zack, erledigt. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea. But it just so happens, that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Remember, Mother, I'm certain you can remember. Let me think.
You were running? I was bleeding to death. You remember the pain? I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Okay, gut. Kreuz ist hier. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need three of them. Very well. You remember what to do about the rollers? 1191 to enter, and 6466 to exit. If I want to. Of course. Warte. 1191 und 66. Oh nein, das hab ich schon vergessen. Was? Ich mach das nochmal ganz kurz. Ja, entschuldigt bitte. Some nails? Ich schreibe mir das kurz auf, damit ich nicht davor stehe. I'm the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. 1191. On the other hand, I remember seeing something in Mortimer's secret study behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need three of them. Very well. You remember what to do about the rollers? 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. Okay. Da habe ich wahrscheinlich die vier gerade aus dem zweiten Dings. Okay. Nägel. Schreibe ich mir auf. Nägel gibt's da. Okay. Also das klingt hier so ein bisschen wie so ein christliches Ritual, oder? Müssen wir irgendwen an ein Kreuz nageln? Wenn wir drei Nägel brauchen, ein Kreuz, müssen wir irgendwen irgendwo gegennageln? Dazu brauchen wir eine Gutenberg-Bibel. Das macht schon irgendwie. Naja, mal gucken. Exegesis. Anything else? You... Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Ach so. Anyway, well done Logisch. For the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Naja. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. Zuerst habe ich das schon anders gemacht, Mutter. Ja, aber danke, dass du so lieb bist und This is the book in which you left your correspondence with Duchess Hillsborough, isn't it? That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. Oh Gott. Okay, wir müssen also Albtraum, Turmzimmer, geheimes Gorgonenblubs und das fünfte Element, eine Amylasphäre. Nie gehört. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. Okay. What do you mean by the concordance of dates, exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. Okay. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough, look at the number of calamities that have happened over the past few days.
and not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6466. Hätte noch mal gesagt. Auch nicht schlecht. Okay. Was habe ich gesagt? Ah, kann ich immer noch nicht. Okay, wir haben nur zwei Bücher, die wir lesen können. Heimlichkeit und Gewandtheit. Und hier fehlen jeweils noch Elemente. Schade. Okay. Let's go. Okay. Da liegt was. Oh Gott. Ach so, okay, jetzt kriegen wir auch Hinweise. Ich hätte mir das gar nicht aufschreiben brauchen, theoretisch, aber es, wer schreibt, der bleibt, ne? So, wir sollen uns hier umgucken. Das ist Thursday. Wir sollen uns hier umgucken und hier könnte das Kreuz liegen irgendwo. Ist ja auch ein komplett neuer Ort. Hier waren wir noch nicht in dem Bereich. Könnte ja jetzt wieder überall sein, ne? Oh, hier liegt auf jeden Fall was. Was war das untere? Okay, da lagen einfach zwei Sammlermünzen direkt übereinander untereinander. Okay, da geht's wieder zurück, ne? Moment. Ja, okay. Dann bleiben wir erstmal noch hier. Da liegt was. Famous cross of Clément III. Na guck. Perfect. And one key found. Das ist Thursday. Was bringt mir das eigentlich wirklich, diese Sammelgegenstände? Ist am Ende doch wirklich nur wahrscheinlich eine Errungenschaft, oder? Und am Ende fehlt uns genau eine oder so, um die Errungenschaft zu kriegen oder sowas. Okay, warum ist hier Blut? Ah, verstehe. Da ist Mutters Hand drin. Das habe ich bisher nicht realisiert. Okay. Haben wir noch was zum Reden? Nee. Gut. Freunde, wir haben Aufträge. Let's go. Wir haben eine ganze Menge zu tun. Ich gucke mich auch hier nochmal ganz kurz um. Schlüssel mit einem okkulten Luftsymbol. Sehr, sehr gut. Den hatte scheinbar der, oh, ein Buch. Oh, schade. Das hätte ich mal vorher gebraucht. Ah, schade. Wir hätten noch ein Buch eben gerade lesen können, ne? Ärgerlich. Weil so viele Kapitel gibt es nicht mehr. Wir können nicht mehr so viel Level machen. Okay. Was ich sagen wollte, den Schlüssel hat wahrscheinlich ein Diener gehabt. Wie viele Schlüssel haben wir jetzt gerade? Wir haben zwei Schlüssel im Inventar. Und das sind jeweils links und rechts. Guck mal, das sind genau links und rechts. Okkultes Erdsymbol, okkultes Luftsymbol. Achso. Ich dachte, das wäre jetzt einfach ein Herz und dann von beiden Seiten, dass dasselbe Symbol bloß gedreht ist. Ist es aber gar nicht. Eine ist ein Piep, das andere ist ein Herz. Okay, verstehe. Okay. Können wir nur reagieren auf das, was wir sehen werden. Ha, das hat manchmal nicht reagiert, ne? So, wahrscheinlich werden wir jetzt... Nee, okay, ich dachte, wir werden jetzt überrascht von jemandem, der hier vielleicht ist. Aber wir wurden nicht überrascht. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich auch die Tränke mitnehme. Weil ich brauche... Ah ja, warte mal, jetzt muss ich wieder... Ist ja wieder verkehrt rum. Ich muss ja eigentlich nur wieder ins Haus zurück, ne? Ah, ich komm noch hier schon wieder zurück. Hier ist doch ein Eingang. Aber der war letztes Mal zu, ne? Ja. Brauchen wir nicht. Jetzt ist wirklich interessant. Ich weiß, dass wir noch irgendwo ein Schloss hatten, was wir aufmachen wollten. Aber ich weiß auch nicht mehr genau... Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das war. Ich weiß nur ziemlich genau, dass wir noch eins hatten, wo eins fehlte. Und wir haben auf jeden Fall jetzt zwei Schlüssel, mit denen wir das machen können. Also, das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. So, das Einzige, was wir nicht wissen, wo wir es herkriegen, ist dieses Bild. So, ist hier noch auf? Let's see if the statues are in place yet.
Oh, ich weiß doch wieder nicht, wie das war. Lass doch wieder probieren. Scheiße. Oder weiß ich jetzt schon, wie sie... Shield toward the sword? Well, that's good. The statue is already in the right place. Okay, er weiß. Er hat es sich gemerkt. Ich nicht. Ich hätte das Rätsel neu lesen müssen. Eine neue... Lantern is already in the right position. Turn toward the shield. The sword toward the Gorgon. That's good. It's in the right place. That statue is not positioned correctly. Naja, das war jetzt dann zum Glück. Open Sesame. Zum Glück. So. Was ist hier noch alles? Hier ist noch was zum Öffnen. Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Das müssen wir uns jetzt vielleicht auch nochmal neu anhören mit den neuen Informationen, die wir haben, oder? Wenn hier irgendwo noch was ist, was wir nochmal machen können? Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. Caesar's laurel wreath. Hmm. If Mortimer really is what my mother says he is, it could mean... No, that's impossible. No, no, not Caesar. Aber das hat was gebracht, also das nochmal auszuwählen, weil er jetzt mehr Informationen hat darüber. Das habe ich mir fast gedacht, dass das so ist. So, hier ist das Büchlein. Gucken wir gleich, ob hier noch was anderes ist. Hier war doch auch die Pandora-Box, hier. So that's Pandora's box? An urn? Mother seemed worried that I was able to open it. Hm. I wonder why. Never mind. Now it's too late. Ja, finden wir schon noch. Hm. Oh, ich bin dumm. I ought to look a little harder. Ja, ja, das ist nicht der Ausgang. I just can't see where else I'd find the exegesis except for here. Ja, ja, alles gut. So. Haben wir genug Heimlichkeit? Haben wir scheinbar. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often. Otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Okay. Haben wir. Hinten war gerade noch eine Symbolik mit der grünen Truhe. Da kommen wir wieder nicht. Da kommen wir wieder nicht ran. Da kommen wir wieder nicht ran. Es war wieder die Kamerapositionierung, dass da noch diese Truhe ist, aber da kommen wir nicht hin. Na gut. Dann Abflug. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Will ich mich noch mit jemandem unterhalten oder gehe ich gezielt die Aufgaben, den Aufgaben nach? Das ist auch gar nicht so einfach zu entscheiden, ne? Okay. Hier haben wir alles. Wir brauchen noch das Bild, ne? Das wird wahrscheinlich in der Galerie hängen. Wir sind doch gerade in der Galerie. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His alle brain groß. Is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Sie hat gemeint, das wäre zu groß. Wir haben mehrere Bilder gesehen, die auch mehrfach auf dem Gelände waren. Wenn ich jetzt wüsste, welches das ist, was wir brauchen. Ah, painting by Anger. Molière dining with Louis XIV. The king's posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Oh Gott. Hey, guck mal, 17. Oktober, mein Geburtstag. My Lord, ich bin mit den Verbesserungsarbeiten am Schloss Ihrer verstärkten Tür fertig. Wie besprochen, benötigen Sie zum Öffnen mehrere Gegenstände. Kreuz von Clemens, Sarahs Notiz schon gefunden. Einige Nägel, Sarahs Notiz, Mortimer hat sie wieder versteckt in seinem Arbeitszimmer, Fragezeichen. Eine Gutenberg-Bibel, Sarahs Notiz, mit Emma im Turmzimmer benutzt. Die Exegese des Judas, Sarahs Notiz, Geheimzimmer in der Porträtgalerie. Eine Amylars-Sphäre, Sarahs Notiz, einander zugeordnete Datumsangaben verschiedener Kalender, gezeichnet Gustav. 30. Tischri, 30. Ramadan,
7. Schaban, 6. Ratschab, 4. Schaban, 20. Dulhidscha, 13. Schaban, 14. Nisan, 21. Vedar, 26. Ia, 8. Nisan, 8. Nisan und 30. Tischrei. Also immer Zahlencodes. 17, 30, 30 oder wie auch immer. So könnte man das vielleicht ran, könnte man da rangehen. Oder 26, 7, 8, 8, 6, 8. Dann aber ist da zwischendurch. Ah, das ist noch ein bisschen schwer. Das löse ich noch nicht. Okay, also wir suchen so eine Sphäre, ja? Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Habe ich sowas schon mal? I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? Ich meine, ich habe schon mal eine gesehen. Aber wo war das? Ich meine, ich habe schon mal eine gesehen. Freunde, Freunde, Freunde. Das ganze Gelände durchsuchen. Ist aber auch kein Problem. Machen wir natürlich. Aber ich gehe erstmal gezielt zu den Sachen, die wir jetzt gerade suchen. Und vielleicht finden wir ja auf dem Weg genau das, was wir jetzt noch brauchen. Das wäre halt ideal, ne? So, immer umgucken. Warte mal, hier war doch noch eine... Die hatten wir schon auf, ne? War da noch was drin? Okay. Karmelitengeist. So, jetzt sind wir im... In dem Raum, in dem wir die ganze Zeit nicht rein durften, oder? Okay. Jetzt sind wir alleine hier drin. Interessant. Muss ich auch gerade nicht einsetzen. Ich habe gerade nichts weiter. Könnte aber hier drin sein, theoretisch, ne? Das, was wir suchen. War das hier? Ich weiß, ich habe das irgendwo gesehen. Aber da wir ja nur schon ein paar Spielstunden haben, kriege ich das im Kopf nicht rekreiert, wo wir diese Sphäre schon mal gesehen haben. Oder noch darüber hinaus noch mal gesehen haben. Sind wir da gerade rein? Es gibt zwei Eingänge. Wir müssen dahin. Da war ich noch nie, glaube ich. Oh Gott, Grafikfehler. Könnte halt überall sein, theoretisch. Überall Karmelitengeist. Okay, hier sind wir gerade rein, ne? Das heißt, wir gehen jetzt einfach auf die andere Seite. Hier stehen überall die Tränke. Witzig. Gibt es hier auch noch einen, den ich wirklich brauche? Okay. Jetzt habe ich mich so oft gedreht, dass ich nicht mehr weiß, welche die richtige Tür ist. Geh einfach mal dahin. Scheiße. Vielleicht genau die falsche gewesen. Es ist immer genau die falsche. Oh, es war die richtige. Okay. Hier waren wir noch nicht. Oder? Das Musikzimmer. Kleiner Salon. Ach so, kleiner Salon. Ah ja, doch. Na klar waren wir hier schon. Wir hatten bisher bloß nicht den Durchgang. Wir durften da bisher von der Seite nicht rein. Das ist alles. Hallo Napoleon. Ich bin gar nicht da. Will ich mit dir reden? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, ob ich mit dir reden will. Aber irgendwie schon, oder? Ich meine, wir müssen mit den Charakteren reden, weil das ja auch so ein bisschen Story-Elemente voranbringt. Oh, liegt was auf dem Boden. Ah. I have no space left. I'll retrieve it later. Inventar voll für Goldelixier? Hä? Nehme ich das doch einfach. I have no space left. Mist, es war nicht Goldelixier. Verdammt. War dumm. Okay, ist nicht schlimm. Hallo. Ist doch gut jetzt. Gegenstand nicht eingesammelt. Ist doch gut jetzt. Wie oft wirst du mir noch einblenden? Waren dreimal nacheinander jetzt. Guten Tag. Not too shocked. I beg your pardon? About Peru this morning. I asked you if you weren't too shocked by it all. And yourself? Not too shook up? The only thing that matters to me about that stupid man Peru is the disastrous situation in which it put us for the conference vote. I wonder why Mortimer even allowed him to roam around the manor armed. He was a veritable public danger. Indeed. You don't seem to be too affected. Tell me, I was wondering. Konferenz, Danger.
nach der Armee. Oh. Ja. You wouldn't know where to find an armillary sphere, would you? Do you really think this is the right time? Jo, gerade. Oh, ask Volner. I'm sure he will know. What with him being passionate about astronomy, you ought to get on fine together. Oh. Leave me now. I need to think of a solution. War das in seinem Zimmer, dass ich die gesehen habe? Oh. I won't keep you any longer. Guter Hinweis. See you later, Monsieur. Mensch, Napoleon. Alte Sause. Ist gut gemacht. Weiter geht's. Könnte sein, dass es da war. Wir waren ja in fast allen Zimmern bisher. Ob der mir sagen könnte, wo ich sowas finde? Aber der würde wahrscheinlich wiederum seinem Chef darüber berichten, ne? Ist auch nicht so clever. Okay. Manuel. Wir kennen deine Stimme. Wir kennen dein Gesicht. Aber mögen wir dich nicht. Was hast du? Goddammit, Dorishe! Ja, was are du? You joking or what? You sell me pipe dreams about Mortimer's project, and a few hours later, one of your allies completely breaks down. Ja. Is this what Mortimer's side is all about? Ja. What am I going to do now? Weiß ich auch nicht. Das ist dein Problem und nicht meins. Da hat er nicht ganz Unrecht. I admit that things haven't gone exactly as I intended, my Lord Duke. This is like a bad dream. Do you realize the impact it's going to have once ja. We get back home? Ja. You understand we are not here to play games. Mortimer oh. Should never have brought you to our table. Spiele. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Als ob wir jemals Spiele spielen würden. Auch ich jetzt gerade in diesem Moment nicht. Kommt denn noch sowas? Die hab ich vorher nicht gesehen? Willst du mich verarschen? Die hab ich... Die lag da vorher nicht, oder? Ich hab wieder ein Dings vollständig. Es fehlt bloß noch eine Notiz. Eine Notiz irgendwo, Freunde. Oh Mann, ey. Aber dann deutet sich das wirklich an, dass wir hier Richtung Ende des Spiels laufen, ne? Ich frag den mal, ob er mir sagen kann, wo ich sowas finde. Einfach mal auf Risiko, ne? Guten Tag. What can I do for you, sir? Ich suche so eine Amilas, Amiluxi, ich brauche so ein Ding. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Nee, ich bräuchte Honig, oder? Okay, der kann mir nicht helfen. Will ich unten weiter gucken? Warte mal, wir brauchen Nägel und die... Hä? Die Bibel habe ich doch. Ich habe die Bibel doch eingesetzt. Eingesammelt. Spiel? Ach so, nee, stimmt. Nee, stimmt. Scheiße. Stimmt, wir haben ja das... Im Turmzimmer war das mit der Gutenberg-Bibel. Okay, da müssen wir auf jeden Fall nach oben. Die anderen beiden Sachen sind oben. Also, let's go upstairs. Müssen wir Emily finden? Ist Emily noch da? Ich würde theoretisch ganz gerne mit Emily reden.